Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Septerra Core mit dem Gecko Climber. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Keine Ahnung, wo wir eigentlich sind. Ja, ich weiß nur, dass das hier ein Puff ist und mehr weiß ich jetzt auch wieder nicht. Aber wir gucken mal, was der hier jetzt so zu sagen hat, bevor wir jetzt noch ein bisschen weiter über die Story quatschen. Ah, okay, wir können relativ viel aussuchen. Das wäre vielleicht mal keine so schlechte Idee. Ja, das wäre keine schlechte Idee. Wir heilen uns mal. Do you have a room for the night? Ja, hoffen wir mal, dass wir da keinen Besuch bekommen. Wir sind schon zu dritt. Eieiei. Ja, was ist jetzt passiert? Also die Ankara und die Jinam haben ja Krieg gehabt. Das haben ja die Auserwählten angezettelt. Und... Ah, hier oben ist noch was. Cool. Oh, und er spielt gleich die Mucke. Das ist ja herrlich. Oh, okay. Ich weiß auch warum. Da gehen wir gleich hin. Ja, und die, der Doskias, es sind ja nicht nur die nicht die ganzen Auserwählten, sondern hauptsächlich der Doskias, der hat ja, dafür gesorgt, dass die Jinam und die Ankara ihm nicht in die Quere kommen können. Dadurch, dass er die gegeneinander aufgehetzt hat. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, ja, dass wir die Sache zu Ende bekommen. Jo, ich habe trotzdem immer noch keine Ahnung, wo wir sind. Jetzt gehen wir doch mal da vorne rein und hören uns mal ein wenig um. Ich habe jetzt natürlich genau die falsche Party dafür, aber das macht ja jetzt erstmal nichts. Ui, 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 ui. Wer ist denn das hier? Looking for a good time. How can you do this? My dear, everything in the bazaar is legal. We have little government and no police. Ach, okay, wir sind am Bazaar. Das müsste dann Shell 4, glaube ich, sein. Hey, where'd you get those great outfits? Perhaps you would consider taking a job? Huh? Uh-huh. Okay, 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 die will die anstellen. Nee, danke. Aber da sollten wir doch mal gucken, können wir die... Ah, wir können die Party ändern. Ach, wie ist das herrlich. Okay, nehmen wir mal den... Moment, kann ich jetzt die irgendwie... ja, wie tausche ich... Ach, okay, die kann ich so tauschen, alles klar. So und so. Und du mit dem hier. Jawohl. Die beiden will ich jetzt hier noch haben für diese Dialoge. Looking for a good time. Mal gucken, was die zwei so sagen. By Marduk, no one with honor would act in this way. Oh. Gut, die ist leicht beleidigt. Maya, we should get out of here. What's wrong? I'm having trouble breathing. Ai, 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 ai. Was sagt die denn? Einfach mal so zum Spaß. Come on in, relax. Aha. Und der hier, der freut sich bestimmt. Der hat eine tolle Zeit. Ha, I'm a bounty hunter. Huh, you don't look like one. Show her the key. See this? It's a key to the canals, our secret entrance. Now, are you the new girl? I beg your pardon, pig. Mind your manners, little girl. I'll have to teach you a lesson. Anytime. That's it. We'll take care of this outside. Oh oh.
Da hätten wir vielleicht, obwohl wir haben eine ausgeglichene Party soweit. Hallo? Habe ich da gerade was nicht mitgekriegt? Der haut uns hier gerade sowas von tot. Ach du Scheiße, nee. Was war das jetzt gerade? Ach du Schande, nee. Guck mal, ob der noch da ist. Ich meine, kämpfen werde ich jetzt nicht nochmal mit dem. Aber das war jetzt schon, Ah, da steht er wieder. You make a fine addition to the place. And a fun one too, by the looks of her. Okay, Nehmen wir mal noch die hier noch mit rein. Einfach mal noch, um zu wissen, was die so sagt. For a good time. Interessiert mich jetzt einfach mal. One should not have to pay for love. How about sex? Mhm. Okay, ich sag dazu jetzt mal nichts. So, da ist die große Liegewiese und wir werden jetzt zuerst mal. Ja, wie machen wir das jetzt? Wir sollten mal gucken, dass wir ein bisschen Ausrüstung kriegen. Und mal mit dem hier quatschen. Moment. Vorher gucken wir gerade nochmal. Der hier ist. Die sind alle fit. Nehmen wir uns jetzt erst nochmal ein Zimmer für die Nacht. Do you have a room for. Ja, hatten wir schon. So, können wir. Ja, das können wir sogar abbrechen. Auch wie ist das herrlich. Das ist doch mal Service, Leute. Das ist so richtig Service. Okay, dann quatschen wir jetzt mal mit dem hier, dass wir vielleicht mal Infos bekommen, wo es denn später lang gehen soll. Maya. What is this place? The bar and brothel is what I call it. Otherwise known as the ill repute. Oh, lovely. Okay. Your prices are a joke. Is it true this city runs the length of the equator? Sure does, buddy. You're on shelf 4 now. Kind of the middle layer, you know? Everyone comes to the World Bazaar to trade, buy and sell. Gut, dann haben wir den Kopfgeldjäger da oben, der uns schon mal gewaltig in unseren Hintern getreten hat. I know a bounty hunter named Aram. He's worked for me before. Aram? The bounty hunter leader Duke has him locked up. What for? He betrayed his buddies on a job. The Duke don't take too kindly to that. If you see him, let him know I've got his stuff. Okay, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass die Selina da jetzt gerade was zu gesagt hat, so direkt. Okay, wir gucken mal gleich, was die so sagen, wenn die Selina nicht dabei ist, aber... How can I get passage to Shell 7? Well, you're gonna have a hard time of it. Now that Jinam and Ankara are in ruins, the pirates own the skies. Toll. Okay, handeln? Does anybody regulate trade here? No, we're free here to do what we want. If you want protection or revenge, hire a bounty hunter. Dann bleibt noch Marduk, was auch immer da jetzt passieren soll. Is it true that Marduk ruled his ancient kingdom from this shell? Some say his lost city is under the bazaar, just waiting to be ravaged of its ancient riches. But it'll be hard to find. The bazaar covers most of the equator of Shell 4. It goes all the way around. Aha. Okay. Gut, das war's dann schon soweit. Wir bauen jetzt erst nochmal ganz kurz die Party um und nehmen die Selina jetzt mal nochmal kurz raus. Und reden nochmal mit dem. I know a bounty hunter named. Ach, okay. Die sagt das von da unten aus. Interessant. So, jetzt gehen wir als erstes mal
uns ein bisschen umgucken. Wir haben jetzt hier drinnen alles soweit gesehen. Und jetzt sollten wir mal schauen, was die hier noch so haben. Da ist mal nichts mehr. Okay. Zeitung können wir auch nicht lesen. Wir sollten auf jeden Fall mal ein bisschen aufrüsten. Wie viel Asche haben wir denn? Oh ja. Wer bist du? Hallo. Where's your ship? Who knows? The pirates are going crazy. Most shipments are late, like mine. Sometimes it is just better to say nothing. What's in the hanging containers? Explosives. Got them from the mining operations at the core. Them bastard Ant Karns were too busy killing the Janam to notice us. Okay. Das sind ja auch wieder lustige Viecher. Alles klar. Oh, da ist ein... Ja, was ist das? Looks like these chains are all that holds the cargo back. If I was mechanically inclined, maybe I could loosen them. Wie gut, dass wir den Grub in der Party haben. These chains are not as strong as they appear. Holla, das sind, da ist Sprengstoff drinne. Das hat der Typ zumindest da gerade vorhin gesagt. Ja? It says danger, explosives. Sehr schön. Grub, mach if auf das Ding. If anyone hit these explosives, the whole crate would go up. I have no knowledge of such things. Brauchen wir hier jemand anders? Oder haben wir einen... Nee, wir haben keinen. Da wart mal. So als... Nee, funktioniert nicht. Ich hatte jetzt gedacht, dann picken die Vögel drauf und dann geht alles hier hoch, aber... Da ist noch ein Ladekran, den wir nicht benutzen können. Was haben wir da oben noch? Hier geht's rein. Ich... will eigentlich noch nicht so wirklich kämpfen. Okay, aber die machen weniger Schaden als der Typ da im Bordell da oben. Okay, der tarnt sich. Dann kommt jetzt erstmal der da hinten dran. 20 Schaden. Naja. Boah, der hält schon ein bisschen was aus hier. Okay, okay, okay. Das hält sich alles noch so ein bisschen in Grenzen. Oh. Ich habe gerade so ein ganz mieses Gefühl... Nämlich, dass wir hier nicht weiterkommen. Okay. Die machen uns jetzt gerade fertig, habe ich den Eindruck. Verdammter Mist. Geostrike. Summon Humbaba. So. Probieren wir es doch mal, was da jetzt passiert. Das geht auch daneben. Das ist jetzt aber schlecht. Wir sollten machen, dass wir Land gewinnen. Wir haben sogar noch irgendwas bekommen von denen. Gibt es hier nicht irgendwo einen Ort, wo wir mal uns ein bisschen aufrüsten können?
Ich trau dem Braten nicht. Ich trau dem Braten nicht. Oh Gott. Komm. Okay. Ich hab's schon irgendwie geahnt, aber... Wie sollen wir da jetzt groß weiterkommen? Nee, du, das machen wir jetzt nicht. Lauft, 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 Leute. Ich will hier weg, Mann. Oh, gleich lade ich das alte Spiel nochmal. Der klaut noch Gold, ey. Nee, du Leute, das mache ich nicht. So kann ich hier nicht wegrennen. Weil der Grub tot ist oder was? Also mir ist jetzt egal. Ich guck jetzt mal, wie das Ganze hier geht. Sterben wir halt. Ja, toll. Sterben wir. Oh, Leute, ich glaube, wir sind hier deutlich unterlevelt. Wir sind sowas von unterlevelt, das kann ich euch gar nicht sagen, wie. Und Ausrüstung sollten wir uns auch mal noch organisieren bei Gelegenheit, aber... Jo, komm, mach weiter, mach weiter. Ja, wir sind tot. Toll. Dann nochmal zurück. Und jetzt ist mir das Spiel abgeschmiert. Okay. Das bedeutet, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin. Tschüssi.